Heute geht es um das Thema Stemmeisen und Klüpfel, ein, wie ich finde, viel zu wenig beachtetes Thema. Und da habe ich einige interessante Sachen für euch, also bleibt am besten dran. Ich denke, die meisten, die mit Holz arbeiten, werden auch mit Stemmeisen arbeiten. Und inzwischen gibt es eine große Auswahl an Stemmeisen. Und bedingt durch meine Kurswerkstatt habe ich da einiges an Stemmeisen hier. Und ich möchte euch mal nach und nach so ein paar Dinge über Stemmeisen erzählen und später auch zum Thema Klüpfel. Da gibt es auch interessante Sachen. Aber anfangen will ich mit den Stemmeisen. Und ich habe hier mal ein paar Stemmeisen hingelegt und da erkläre ich euch jetzt was dazu. Das hier wäre so ein typisches Stemmeisen. Ihr habt hier vorne das Eisen selbst, die Klinge. Dann habt ihr den Griff, das nennt man beim Stemmeisen Heft. Ihr habt hier vorne eine Zwinge und hier hinten eine Zwinge. Zwinge bezeichnet diesen Metallring hier. Die vordere Zwinge ist dafür da, dass das Heft nicht kaputt geht. Denn das Eisen steckt mit der sogenannten Angel hier drin. Das ist am Ende rechtwinklig und spitz zulaufend in der Regel. Und diese Angel wird in das Heft in eine Bohrung eingetrieben bei der Herstellung. Und hätte man die vordere Zwinge nicht, dann würde der Griff einfach aufplatzen. Die hintere Zwinge ist nicht unbedingt erforderlich. Hier kommt es darauf an, wie ihr euer Stemmeisen benutzen wollt. Möchtet ihr hier mit einem Eisenhammer draufhauen, dann braucht ihr unbedingt diese hintere Zwinge, sonst würde auch euer Heft hier hinten kaputt gehen. Es spricht übrigens nichts dagegen, einen solchen Hammer zu benutzen. Oft wird das als absoluter Tabubruch gesehen. Die Japaner treiben ihre Stemmeisen traditionell mit einem Metallhammer. Die haben dann auch eine hintere Zwinge. Zu den Japaneisen komme ich aber später noch. Beim Eisen selbst versucht jeder Hersteller natürlich einen Kompromiss zu finden zwischen langer Standzeit und guter Schärfbarkeit. Ein sehr harter Stahl lässt sich schlecht schärfen, bleibt dafür lange scharf. Ein sehr weicher Stahl bekommt schnell Ausbrüche, ist dafür aber schnell zu schärfen. Ihr bekommt sehr unterschiedliche Klingenformen. Das hier ist die traditionelle Form, die finde ich etwas überholt, muss ich ehrlich sagen. Diese Form hier mit der weit heruntergezogenen Phase finde ich wesentlich zeitgemäßer. Ihr könnt mit einem solchen Stemmeisen wesentlich besser zum Beispiel Zinken ausarbeiten oder generell Verbindungen machen. Ihr kommt damit besser in die Ecken. Das geht alles wesentlich einfacher als mit einer solch geformten Klinge. Ein großer Nachteil dieser Klingenform ist auch, wenn ihr eine solche einfache Schleifführung benutzt und ein so geformtes Eisen hier einsetzt, dann sitzt das schräg drin. In Bezug zu dieser Kante hier wird ein so geformtes Eisen immer leicht schräg in dieser Führung sitzen. Das Problem habt ihr nicht, wenn diese Phasen weit heruntergezogen sind. Ich persönlich mag sehr gern kurze Stemmeisen ohne hintere Zwinge. Damit könnt ihr meiner Meinung nach wesentlich besser feine Arbeiten machen. Die kurze Form ist auch vor allem dann günstiger, wenn ihr feine Arbeiten macht, bei denen ihr das Eisen unten greift. Die Hebelwirkung ist einfach geringer. Und hier seht ihr ein Eisen, das ich sehr oft benutze, ohne Zwinge. Ich benutze diese Eisen mit dem Messingklüpfel und ihr seht, das Holz wird zwar hier oben etwas platt geklopft, aber auch verdichtet und irgendwann ist das Holz so fest, dass es nicht mehr weiter zusammengedrückt wird und dann behält das Eisen diese Form am Ende. Also ihr könnt problemlos auf ein solches Eisen ohne hintere Zwinge mit einem Messingklüpfel draufhauen, das geht. Aber bitte nicht mit einem kantigen Eisenhammer. Neben den traditionellen Formen gibt es noch andere Formen, die bei uns zwar nicht traditionell sind, aber beispielsweise in England, da kommt das hier her. Das ist ein Stanley aus der 750er Serie. Da habt ihr eine Tülle hier vorne und das Heft ist passend gedrechselt und steckt dann in dieser Tülle drin. Das ist also auch eine Möglichkeit, das Eisen mit dem Heft zu verbinden. Soll angeblich eine bessere Kraftübertragung bringen. Konnte ich bisher nicht nachvollziehen. Das ist, glaube ich, eher theoretischer Natur. Diese Tüllen habt ihr auch bei den japanischen Stemmeisen. Und bei den japanischen Stemmeisen ist es so, dass das eigentliche Eisen zweischichtig ist. Ihr habt einen harten Stahl, der die Schneide hier vorne bildet und darüber einen weicheren Stahl. Dadurch habt ihr die Vorteile beider Stahlarten,
eine harte Schneidlage, die lange scharf bleibt und der Rest ist weich, lässt sich dann gut schärfen. Ihr müsst aber bei diesen Eisen sehr vorsichtig sein, sie bekommen sehr gerne Ausbrüche. Ihr solltet nicht damit hebeln und auch sonst behutsam damit umgehen. Die japanischen Stemmeisen haben auf der Spiegelseite, die Rückseite beim Stemmeisen nennt man Spiegelseite, einen Hohlschliff. Dieser Hohlschliff ist dafür da, dass man das Eisen schneller abrichten und schärfen kann. Aber er hat auch Nachteile, wenn ihr damit zum Beispiel feine Nacharbeiten macht, dann liegt das Eisen eventuell nicht plan auf. Und wie eben schon erwähnt, die Japaneisen haben eine Zwinge und ihr könnt sie mit dem passenden Hammer treiben. Der nennt sich dann Genno. Das ist im Prinzip ein anders geformter Stahlhammer. Der liegt gut in der Hand, ist sauber ausbalanciert, hat einen angenehmen Griff. Damit könnt ihr wunderbar diese Japaneisen treiben, aber auch ganz traditionelle westliche Stemmeisen mit hinterer Zwinge. Dann möchte ich euch noch ein paar Sonderformen zeigen. Das wäre zum Beispiel hier das Fishtail-Eisen. Ihr seht hier an der Form, das ist ein sehr spezielles Eisen. Damit könnt ihr beispielsweise halb verdeckte Zinken sauber nachstechen. Da kommt ihr in die letzte Ecke damit. Aber auch hier bitte vorsichtig sein. Die Ecken, hier die Spitzen sind sehr empfindlich und wenn die irgendwie leiden, dann müsst ihr das Eisen komplett nachschärfen. Und ihr seht ja, sehr oft kann man die nicht nachschärfen. Die werden nur mit einem ganz feinen Stein abgezogen. Und dabei werden sie immer etwas schmaler. Also wirklich nur für den gelegentlichen Einsatz in speziellen Situationen gedacht. Wesentlich öfter kann man hingegen Schrägbeitel benutzen. Auch damit kommt ihr sehr gut in irgendwelche Ecken hinein. Die braucht ihr aber paarweise. Einmal rechts, einmal links. Die könnt ihr euch entweder so fertig kaufen oder selbst machen, indem ihr euch zwei Stemmeisen kauft, Breite so 10 bis 12 mm und die dann schräg schleift. Der Winkel hier ist etwa 35 Grad, das funktioniert ganz gut. Ebenfalls etwas spezieller sind sogenannte Lochbeitel. Lochbeitel sind wesentlich dicker als herkömmliche Stemmeisen. Mit ihnen könnt ihr richtig Späne aus einem Loch heraushebeln, ohne dass sich das Eisen verbiegt. Sie haben keine Faser oben, sie sind rechtwinklig geschliffen im Idealfall. Und damit könnt ihr dann Zapfenlöcher ausstemmen. Durch diese Form könnt ihr das Stemmeisen gut führen. Es verdreht sich weniger im Zapfenloch und ihr bekommt ein sauber gestemmtes Zapfenloch mit Hilfe eines solchen speziellen Stemmeisens. Die Schrägbeitel würde ich euch schon als Grundausstattung empfehlen. Die kann man immer gut gebrauchen. Alle anderen Eisen wie Lochbeitel in verschiedenen Breiten oder diese Fishtail-Eisen, die kauft man sich in der Regel dann, wenn man sie wirklich braucht. Was die Klüpfel angeht, empfehle ich euch runde Klüpfel. Ich finde nichts schlimmer als einen eckigen Klüpfel mit einem runden Griff. Wenn ihr damit ein Stemmeisen treibt, dann dreht sich das Ganze mit der Zeit in der Hand, weil der Griff rund ist und dann trefft ihr mit einem eckigen Kopf nicht mehr sauber auf das Stemmeisen. Kauft euch lieber einen solchen runden Bildhauerklüpfel. Da seid ihr viel besser damit bedient. Egal wie der sich in der Hand dreht, er trifft immer sauber auf euer Stemmeisen. Um die 400 Gramm ist okay, der ist etwas schwerer. Der hat noch eine Kunststoffummantelung und einen Bleikern. Der liegt so etwa bei 600 Gramm. Auch diese Messingklüpfel sind toll. Auch die haben etwa 600 Gramm, haben also richtig Zug. Gleichzeitig könnt ihr sie aber auch für feine Arbeiten hier vorne greifen und dann wirklich ganz leichte Schläge auf euer Stemmeisen geben. Wenn ihr euch Stemmeisen kaufen wollt, dann würde ich euch derzeit zu Stemmeisen von MHG raten oder die Eigenmarke von Dictum. Das sind beides sehr gute Stemmeisen mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, sauber verarbeitet. Allerdings müsst ihr bei MHG noch die Griffe etwas nachölen. Die sehen im Original-Lieferzustand so aus. Meine sind mit Hartwachsöl behandelt. Und das wären meine Kaufempfehlungen. Kauft euch einen Fünfersatz, dann habt ihr eine gute Grundausstattung. Alles andere könnt ihr euch später danach kaufen. Bei den MAG habt ihr diese weit heruntergezogenen Fasen. Das habt ihr bei den Dictum-Eisen genauso. Und beide bekommt ihr in einer langen und einer kurzen Ausführung. Die kurze Ausführung jeweils ohne hintere Zwinge, die lange mit hinterer Zwinge. Was mir nicht so gut gefallen hat, sind die Stemmeisen von Stanley und die Stemmeisen von Kirschen.
Bei Kirschen gefällt mir diese dicke Lackschicht nicht. Man sieht auch schon, hier geht der Aufkleber ab. Der wird auch nicht lange halten. Kirschen hat auch Eisen im Sortiment mit polierter Spiegelseite. Die solltet ihr im Laden hängen lassen. Die sehen zwar toll aus, aber dieses Polieren hat den Nachteil, dass diese Kante hier sehr stark verrundet wird. Und die soll ja, wenn ihr Löcher schneidet, ein bisschen mitarbeiten und nicht nur die Faser quetschen. Bei den Stanley-Eisen stört mich, dass der Stahl relativ weich ist. Sie werden schnell stumpf, sind dafür aber leicht zu schärfen. Einen Satz Narex-Eisen hatte ich auch mal, habe ich aber nicht mehr. Die waren mir auch ähnlich wie die Stanley-Eisen zu weich vom Stahl her, sodass die Schärfe nicht lange hielt. Soviel also zum Thema Stemmeisen. Ich denke, da war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Zum Schluss noch Thema Online-Kurse. Diese Woche ist der Oberfräsenkurs gestartet mit einem kleinen Einführungsvideo. Ich habe euch auch eine Vorschau auf dieses Video, also nicht die sonstigen Vorschauen mit ein paar Bildern, sondern wirklich 6 Minuten vom ersten Teil die Woche hochgeladen. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen, da bekommt ihr einen kleinen Eindruck darüber, was in diesem Kurs passiert. Wenn euch das Ganze also interessiert, könnt ihr über Patreon das Ganze abonnieren oder gleich ein Jahresabo machen. Das ist auf Dauer das günstigste. Oder ihr wartet einfach ein paar Wochen, etwa in 8 Wochen, ist dieser Kurs auch bei Vimeo dann verfügbar. Am 31. werden die nächsten Termine für die Werkstattkurse veröffentlicht und dann die Termine für Juli. Also wenn ihr noch einen Kursplatz hier bei mir in der Werkstatt wollt, könnt ihr ab 31. Januar in den Kurskalender reinschauen, verlinke ich euch unten drunter und vielleicht ist ja ein Kurs dabei, der euch interessiert. Das war's von mir für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich wünsche euch viel Spaß in eurer Werkstatt und macht was richtig Tolles aus diesem Wochenende.